Moin und willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zocken wir die Arosa Linie von TSW 2 weiter, also Teil 2. Vor ein paar Tagen hatte ich Teil 1 hochgeladen. Wenn ihr den noch nicht geschaut habt, schaut ihn gerne an. Hol ich euch da hoch. Könnt ihr ihn euch anschauen oder in, am Ende des Videos als Link, also nicht als Link, sondern als Nachspann halt, wie man das auch immer nennt. So, wir warten jetzt halt noch auf unseren Zug, den wir im letzten Part verlassen haben. Sind wir hier reingefahren und ja, haben dann hier aufgehört fürs Erste. Jetzt warten wir noch hier. Müsste dann auch gleich kommen. Ich kann noch mal schauen. So. Komplette Karte anzeigen. Wer sich gerade noch befindet. Das oder nicht. Da befindet er sich. Also ist gleich da. So. Und es gibt insgesamt 3 Teile, die ich nacheinander jetzt machen werde. Das ist jetzt der 2. Teil. Halt von Kur nach Arosa. Wenn ihr das Format feiert oder mehr Strecken von mir sehen wollt, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Und ja. Jetzt warten wir noch. Leute, der Gegenzug kommt schon. Der Zug bergabwärts. Hä? Warum habe ich Taschenlampe an? Wie mache ich die aus? Ah! Licht! Okay, also L. So, wir wollen natürlich nicht bergabwärts, sondern bergaufwärts Richtung Arosa. Müssen wir noch warten. Boah, wehe, der fährt jetzt durch, Alter. Letzte Mal war dieser Zug nämlich nicht vor uns da. Ich hoffe nicht, Alter, das wäre nicht so gut. Ja, mal hier reingehen. Schon nicht schlecht aus hier, die Wagen. Wir wollen ja jetzt nicht nach Kur, sondern nach Arosa. Manche Tür, also. Gut, dann fahr weiter. Ja. Na, und warte noch, bis der Gegenzug kommt. Ja, auf den warte ich auch, man. Mit welchem Button drauf? Mit Celerina Schlarina. Okay. Weiß man Bescheid. Vielleicht kann es ja besser aussprechen. Aber, ach ja, was ich euch noch nicht gesagt habe, wir fahren heute nur nach Paist. Paist ist die nächste Station von uns heute. Und ja. Ah, da kommt uns ja schon. Also, heute fahren wir nur nach Paist und ja. Oh, bitte fahr nicht an uns vorbei. Bitte nicht. Ich habe Anhaltsknopf gedrückt. Bitte. Tun mir diesen Gefallen. Tun mir diesen Gefallen. Nein, er fährt durch. Lauf. Hilfe, ich glaube, ich stecke hier fest. Nein. Leute, fragt einfach nicht wie, aber ich hab's geschafft. Der Zug ist jetzt. Und ihr seht schon. Jetzt müssen wir auf den anderen Zug warten. Ey, wirklich das.
Geht doch nicht. Was ist das? Kann man nur zu lästern und schon kommt. Schönen Tag wünsche. Gut. Ich hab grün. Let's go, der Hase. Geht schon. Oh Mann, ihr glaubt nicht, wie viele Versuche das gebraucht hat, bis ich eigentlich diesen Zug erwischt habe, Leute. Es war echt schlimm. Ich hoffe auch, dass die Qualität vom Part 1 und von dem jetzt hat ein Unterschied ist, also dass diese Qualität jetzt halt besser ist, weil ich habe noch ein bisschen rumgeschraubt am Aufnahmeprogramm und so weiter und so fort und ja, hoffe, dass sich da was verbessert hat. Wenn nicht, muss ich noch mal schauen, aber ja, jetzt probieren wir es halt mal, gell? Fahren wir nach Paist und haben eine schöne Zeit. Aha. Sehr schön. Aber dass diese Anhalt-Taste da nicht geht, diese Anhalten auf Ruf nicht geht. Klar, das ist jetzt halt ein Spiel, muss nicht alles funktionieren, aber dass man es das drücken kann, dass dann wenigstens der Zug auch stehen bleibt. Also das war jetzt kein Halt für diesen Zug. Jetzt hat kein vorgesehener Halt, aber wenn man jetzt halt hier auf Rufen anklickt, dann sollte doch schon eigentlich der Zug stehen bleiben, oder nicht? Ich weiß es nicht. Schneller fahren. Und dahin kann man her. Oh. Wunderschöne Aufnahmen. Wie sich der Zug durch das Arosa-Tal schlängelt. Man nennt doch das Tal Arosa-Tal, weil die Arosa, ich glaube, die Arosa-Bahn nennt man deswegen, weil die Arosa, der Fluss, den man auch im Spiel und in echt dann auch in Kur sieht, wenn man die Fahrt macht, da rechts, wo sich der Zug entlang schlängelt, ist glaube ich die Arosa. Und deshalb ist glaube ich auf heißes Tal so und die Bahn so. Ja, da lernt ihr noch richtig was hier bei mir. Hoffentlich. Nicht, dass ich gerade Schmarrn erzähle.
Was mich so aber an dem Spiel nervt, ist, dass es nur ein Zug und eine Lok immer gibt. Oder mal zwei bei Köln und Düss. Nee, Köln und. Keine Ahnung, Köln und Aachen, glaube ich. Gibt es zwei Züge, den Regionalzug und den IC. Aber hier jetzt hat, bei der Strecke gibt es nur den Zug. Den Zug. Die Lok, die Wagen. Ja, man kann sich dann auch so ein Zusatzpaket kaufen. Mit dem. Anderen Lackierung, also mit einer so einer Werbung drauf und so, aber sonst so gibt es nicht die Triebwagen, kein Triebwagen, keine andere Lok. Also, naja, weiß nicht. Also ich kenne mich jetzt mit Kur Arosa jetzt nicht so gut aus, aber in Filisur, ich glaube, da gibt es mehr Auswahl an Zügen, also mehr zu sehen. Und das denke ich hier auch, aber nein. Oh, so eine Alphütte. Sehen, 1,8 Kilometer müssen wir anhalten. Grünes Signal, das ist immer schön. Ich glaube, es ist schon gleich eine Haltestelle, kann ich sagen. Ja, da ist sie. Aber muss man nicht anhalten. Sehr, sehr schön. Okay, wir können fahren. Sehr schön. So, hier aus der Weiche raus beschleunigen. Wunderschön. Und am Ende des Videos verlinke ich dann nochmal die ganze Playlist mit allen drei Parts. Und wie gesagt, wenn ihr den ersten noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Ja.
sonst ist ja die Fahrt voll unvollständig, also kann man ja nicht machen so. Bergstraße. Ah, ich glaube, hier ist der Haltepunkt, gell? Hier. Wunderbar. Dann regeln wir mal. Und da diese Station heißt, würde ich mal sagen, das war's mit dem Part 2 von der Arosa-Linie in TSW 2, Train Simulator 2. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao.